Hier liegt für den Lachs das Tor zur Schweiz. Noch ist das Kraftwerk Birsfelden eine zu hohe Hürde. Für Rudi Bösiger vom WWF ist es nun höchste Zeit, sie zu beseitigen. Das ist eigentlich die erste Station, wo der Lachs ankommt in Basel. Und Birsfelden ist das erste Hindernis, wo er im Moment nicht weiterkommt. Also bis 2020 muss da ein Fischaufstiegshilfe sein, dass er nachher wieder darauf kann und die ganze Schweiz erobern. Einst gab es in der Schweiz Lachse in Hülle und Fülle. Die Fischer hatten alle Hände voll zu tun. Das zeigen diese Aufnahmen von 1927. Um Hindernisse wie Kraftwerke zu überwinden, wurde hier eine sogenannte Fischtreppe gebaut. Heute wird jeder Fisch gezählt, der es über die Treppe von Birsfelden schafft. Kein Lachs, sondern eine Barbe zappelt hier im Käfig. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt leitet Joachim Gutruf das Fischmonitoring. Er sieht großen Handlungsbedarf. Diese Fischtreppe entspreche nicht den Bedürfnissen der Lachse. Es sind verschiedene Sachen, die man ändern müsste. Wenn man hier natürlich die riesige Breite von diesem Fluss sieht, dann reicht eigentlich eine Fischaufstiegshilfe nicht. Man müsste am anderen Ufer auch noch eine haben. So ein Lachs, der bis 1,20 Meter lang werden kann, der braucht nicht nur 2,50 Meter lange Becken, sondern eben 3,60 Meter lange. Die Barbe darf weiter flussaufwärts ziehen. Trotz Hindernissen, zwei Lachse haben es geschafft, das Kraftwerk Birsfelden zu überwinden. Sie wurden weiter oben in Rheinfelden entdeckt. Möglich, dass sie über die Schleuse für die Schiffe weiterkamen. Ein Zufall. Trotzdem, für Rudi Bösiger ein ermutigendes Zeichen, denn es ist 60 Jahre her, seit der letzte Lachs so weit oben gesehen wurde. Das ist ein Wunder, dass es zwei geschafft haben. Und es zeigt aber auch, dass die Lachs das sogenannte Homing, also dass sie wieder dorthin gehen wollen, wo sie geboren worden sind, der Instinkt, der ist sehr ausgeprägt und sehr stark. Das kann man auch bei verschiedenen Hindernissen beobachten, wo sie dann stundenlang irgendwie dagegen kumpeln und wirklich versuchen, wieder dorthin zu kommen, wo sie geboren worden sind. Bald ist der Lachs wieder in Basel. Unter anderem dank moderner Fischaufstiege, wie sie hier im Elsass gebaut werden. Trotzdem stehen den Lachsen noch vier Kraftwerke im Weg. Bis Straßburg kommt er im Moment durch. Das ist gerade eingeweiht worden. Knacknuss ist vogelgrün. Und dort gibt es technische Lösungen. Die sind jetzt in Griffnähe, eben mit dem Tunnel, wo man unter der Schleuse durch kann. Ein normaler Fischpass unter der Schleuse durch. Und dann wäre eigentlich die Knacknuss gelöst. Und der Lachs könnte 2020 bis und mit Basel durchschwimmen. Und wenn Birsfelden bis dann auch gemacht ist, dann sogar weiter. Also dann steht ihm eigentlich theoretisch auch nicht mehr im Weg, sogar bis auf Zürich oder bis in die Reussmündung zu schwimmen. In 4 Jahren schon könnte der Lachs also in der Schweiz wieder heimisch werden.